Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Paper Mario. Wir haben Petunia in den Blütenfelden besucht und haben schon einige Gegner gefunden. Und wir sind jetzt auf dem Weg, um Sachen zu finden, wie zum Beispiel Zauberwasser und. Nichts. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Sieht aber so. Ich komme nicht hoch. Sehr schön. Vielleicht. Ah, ich drück schon wieder Start. Ich wollte das nicht. Ich komme in diesem Kapitel, glaube ich, zu so einer. So. So, Bombe macht einen Auftrag. Nichts. Ja, toll. Was ist das für ein Rätsel? Wie soll man das denn packen? Okay. Ich habe null Ahnung. Wo wir hier müssen. Das erste Mal. Also, wir haben eine Zauberbohne von Petunia bekommen. Da stand, wir sollen lockere Erde finden. Okay, lockere Erde ist in Ordnung. Dann, oh. Oh, hallo Fremde, ich bin der Blüten. Bla 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 bla. Ich hab für dich was. Rubin. Ich glaube, das schmeckt dir. Ja, danke schön. Danke schön. So, er ist zufrieden, dann geht's für uns weiter. Nein! Und damit haben wir auch einen neuen Gegner zu Hallo zu sagen, und zwar eine hässliche Wolke. Ich bin gerade dabei, irgendwas zu suchen, und dann nein. Ich kenne diese Wolken. Die gibt's auch im zweiten Teil. So, wir wechseln mal zu Gumbario. Au, böse Wolke. Blau scannen wir ihn mal. Da ich ein Schniffi. Schniffi sind die lästigsten kleinen Gefolgsleute von Schnuffler. What? 10? 10 Angriffskraft? 10 Überlevel. Böse Wolke. So. Aber die ziehen noch 3 ab. Böse, böse Wolken. Ja, 4, das reicht. Oh, sogar daneben gesprungen. Eieiei, reicht aber trotzdem. Wenn ich jetzt genau richtig springe. Ja, vorbei, böse Wolke. Sieht aus, als hätte sie so einen Backenschlag bekommen, so von Boxer, so richtig. So sieht das aus, wenn die verliert. Okay. Wir müssen nach Zauberwasser suchen. Oh, Honigsirup. Zauberwasser, lockere Erde und einen schönen Sonnenplatz. Aber das finden wir alles. Oh, wieder Stinkwurzel. Sehr schön. Nein. Der scheint glücklich zu sein. Geh nur weiter, für dieses Tor immer öffnen. Sehr schön. So nett sind wir schon, weil wir nur eine Blume irgendwas schenken können. Nein, ich will nicht gegen. Sieht so aus, als wenn wir schon Staubsauger Donnerzonne erhalten. Sehr schön. Ui. Was haben wir denn hier? Das war klar. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Warte mal. Ah, ich wollte die Stinkwurzel wegschmeißen. Die Goldbeeren erstmal. So eine Stinkwurzel essen. Das kommt jetzt nämlich cool rüber. Njam, 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 njam. Damit haben wir 40 pp. Voll übertrieben. So, jetzt haben wir eine Goldbeere und ich weiß auch sogar, für wen die ist. Und wir gehen aber trotzdem weiter. Wir müssen ja Sachen besorgen. Was haben wir denn jetzt hier? Hallo. Sieh dir diesen Kristallbaum an. Hast du schon jemals etwas von solcher Schönheit gesehen? Oh, Verzeihung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Pusi.
Wie, was? Mein Mund nicht stimmt? Meine Nase? Oh, oh, wie unhöflich. Aber ja, meine Nase ist so lang wie alle herrlich gerade. Mir gefällt das Ganze. Hihi. Aber deine Nase ist mir auch sehr hübsch. Sie könnte aber mal ein bisschen länger sein. Am besten du nimmst etwas von dieser lockeren Erde mit. Lockere Erde, Alten. Dankeschön. Kann ich den Baum kaputt machen? Out, samt meiner Wurzel. Ich würde ins Wasser springen. Also doch, wir brauchen doch erstmal lockere Erde. Weie, weie, weie. Das Spiel scheint an Verrücktheit zu gewinnen. Oh, eine Stinkwurzel wieder. Ja, Schäfchen brauche ich nicht. Was brauche ich mit Schäfchen? Der ist immer noch am Lächeln. Die Drogeblume quasi so. Hört sich voll jetzt rassistisch an, aber Leute, schaut euch mal diese Blume an, das sagt schon alles. Du willst blau, das war klar. Haben die irgendwie alle Farben oder bin ich gerade zum LSD-Traum? Hi. Ich bin die Blütenkraut. Du willst wissen, warum ich Blütenblau und Grau nenne? Ich verrate es dir. Blaubeeren. Blaubeeren? Ach, schon wieder so eine Stinkwurzel. Nee, danke. Ja, ich komme mir so vor, als wäre ich so ein LSD-Trip. Ne, echt jetzt? Das ist jetzt total... Nicht ungelungen. Total LSD-Trip gerade. Gehen wir mal hier hoch, bevor wir zum Goldenen gehen. Na stimmt, können wir ja nicht gehen. Willkommen im LSD-Trip, Marc. Echt? Puh. Echt, ey, guck dir mal die Blumen an, ey. Die sehen aus, als hätten sie gerade, keine Ahnung. So, da ist die Goldbeere. Hallo. Ich hab für dich was, ja. Ja. Wie wär's damit? Eine Goldbeere. Mann, das ist ausgezahlt. Dankeschön. Bla, bla, bla. Dankeschön. Die sagen nämlich dasselbe. Scheiße. Au! Scheiße, Mann. Das kann man mal mit einem Sprung schaffen. Ich bin sicher. Parakari. Dankeschön. Jetzt kommen wir wieder mal Parakari zum Einsatz. Er ist schon auch lange her. Dankeschön, Parakari. So, und da kommen die ganzen Suseldusels. Die können wir mal... Der ist irgendwie von mir weggelaufen. Da wechseln wir mal kurz mal zum Partner. So, auf Gumbario. Weitere. Ah, schön, ein BP, ein KP erhalten. Ich glaube, die Kämpfe mittlerweile, die sind nur so 30 Sekunden lang, weil wir so overpowered sind. Aber das soll ja nicht zur Debatte stehen. Gerade so überlebt. Ich brauche irgendwie was... Haben wir irgendwas... Warte mal kurz, haben wir irgendwas zum Snacken da? Also die Lebenspilze. Ein Voltpilz. Was kann dann über Multikompensiv verursacht? Üble Kopfschmerzen. Feuerpanzer. Jo, wir nehmen den Cooper. Ja. Zack, Junge. Jetzt haben wir einen overgepowerten Panzer. Das wird jetzt overkillet. Vor allem, wenn er eine Feuerattacke kann. Kein Suse-Duse, kein Suse-Duse, kein. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Sehr schön. Eine Blaubeere. Ein Schwirrwarr. Kann ich nicht gebrauchen. Oh. Sehr schön.
Einfach mal rüber jumpen. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Oh, was ist denn los? Ei, wie ist schrecklich. Diese Quelle ist versiegelt. Was für eine Tragödie. Warum ist das ausgerechnet mir passieren? Nicht mir, nicht Lili. Zu Hilfe des christlichen Lili, das von den Wolken reitet, hat unser kostbares Wasserstein gestohlen. Aus diesem magischen Stein entspringt das Wasser dieser Quelle. Oh nein, wir sind diesen Ort nur noch vertrocknete Tulpen sein. Und auch ich werde verdorren, wenn ich nicht auf dem Wasser dahin treiben kann. Mein eigenes Gewicht wird mich eindrücken. Ich arme Lili. Oh nein, gib dich auf, Lili. Verzweifelt sich Selbstgespräche, ne? Vielleicht kommt ein schöner junger Prinz, um mich zu retten. Oh. Oh. Ein Prinz? Naja, eigentlich sieht er ja aus wie ein Klempner. Ich bin auch ein Klempner, ne? Aber in der Not frisst der Teufel auf Fliegen. Hallo, mein Name ist Lili. Ich bin eine wunderschöne, zierliche Blume, die auch in diesen Quellen lebt. Um ehrlich zu sein, ich möchte dich um deine Gefallen bitten. Würdest du bitte meinen Wasserstein von dieser grässlichen Wolkenkreatur zurückholen, ja? Du bist ein Schatz, vielen Dank. Der Wasserstein sieht so aus. Bitte finde ihn. Wo soll ich denn hin? Gott, oh Gott, ich muss überall hin. Jeder braucht Hilfe. Klempner brauchen auch Hilfe. Ist so, ey. Es geht ja gar nicht hier, ey. Sind die Blumen. Die Blumen sind zu hilfsbedürftig, echt. Kranke Blumen oder LSD-Blumen, echt? Man ist ja wirklich so ein Trip hier gefangen, ey. So, mal gucken, wo wir hin müssen. Also hier geht's nicht mehr weit. Das ist ein Baum. Was haben wir denn am Baum? Gelee Royal! Stinkwurze raus. Wer braucht Stinkwurze? Gelee Royal gibt uns 25 BP zurück. Das ist das overpowerte Item, was es gibt. So, jetzt müssen wir erstmal Wasserstein finden. Das heißt, jetzt müssen wir hier raus. Und halt auf die Uhr gucken. 16 Minuten. So wenig. So wenig schon am Aufnehmen noch. Die Melodie gefällt mir, aber. Können wir eigentlich von oben aus runter? Ich habe keinen Bock jetzt mich zu. Habe ich mir doch gedacht. Ein Goldsuseldusel! Wow! Kann ich aber nicht besiegen. Ich bin zu schwach. Ich hätte gern den Goldsuseldusel. Das sage ich nicht so, ey. Das ist fucking shit. Der bringt wirklich sehr viel BP. Das ist das übelste OP-Ding. Aua, toll. Nur noch zwei. Aua. Ich bin ein Vollpfosten, ne? Ich brauche Leben. Ich glaube, sobald ich das jetzt hier gereicht habe, gehe ich erstmal mich ausruhen. Ja, Leute, dann wechsle ich mal kurz. Ja, gerade so geschafft. Schnell weg hier. Ey. So. Und ich würde mal sagen, ich ruhe mich, mach mal hier einen. Ob ich hier ein Safe State machen soll. Ja, ich mach gleich ein Safe State auf jeden Fall. Als Sicherheit. So, wir speichern jetzt. Ich gehe jetzt zurück. Zurück nach Toton. Ich will nämlich jetzt zurück schnell nach Toton. Mich ausruhen. Und dann komme ich wieder zurück. Also, ja, können wir jetzt schnell machen. Das ist ja nur eine Minutenarbeit. So. Weil ich brauche dringend Leben. Und ich möchte jetzt keinen Lebenspilz opfern oder so. So, dann gehen wir mal zurück. Oh, Mann. Ja, ich muss runter. So. Nase ein bisschen putzen. Nein, meine Nase juckt nur. Und es ist kalt. Ich habe mal 22 Uhr. Ui. Ja, ich rede ein bisschen am Gucken hier und sehe gerade 22 Uhr.
Okay, dann geht's mal hier rein. Ab nach Blutenfeldern. Und rein mit uns. Harin müssen wir mit dem Baum unbedingt nicht. Wir wissen ja, was wir zu tun haben mittlerweile. So, bringen uns mal zu den LSD-Blumen. So. Speichern. Dankeschön. Und ich meine, wir müssen jetzt da hoch. Da war die LSD-Blume blau. Toll. Das war doch mittig. Warst du das? Ja, du warst das. Sehr schön. Ja, 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 hier. Nein! Ich gebe ihn original Gelee Royal. Der hat mein Gelee. Hab ich doch das Gelee Royal. Ich darf lachen. Ey, das ist doch... Du scheiß verfickte Blume. Friss diese Beere und verrecke daran. Boah, ey. Friss denn mein Gelee Royal? Kannst du mir doch zurückgeben, du scheiß... Boah, ey. Nein, ey. Ey, das kotzt mich an, ey. Verpiss dich, du blödes Vieh. Das geht gar nicht mehr. Ey, das geht gar nicht mehr, ey. Super Beam, ey. Hat das Vieh mein Super Gelee Royal? Das ist das Einzige, was ich kriegen kann. So. Ey. Ich bin unzweifellos sauer. Alter Schwede. Hab dich mal Gelee Royal. Den könnte ich gut gebrauchen gegen den Kampf. Was mache ich? Ich gebe dieser dummen Pflanze das Scheißding zu fressen. Was macht es? Das spuckt es aus. Das overpowerte Ding hier. Da muss ich mir mal Rocky Keys beholen. Das geht doch. Gott, ey, nervt das. Scheißblume, ich hasse dich, ey. Verreck, du Scheißblume. Vielleicht gibt es das ja nochmal. Keine Ahnung. Was soll denn? Toll. Können wir denn hier rüber? Nein. Schade. Einfach weitergehen. Immer noch zweifellos enttäuscht über diese drecksblaue Blume. Naja. Oh, jetzt sind wir in einem Ehrgarten von Lakitus. Hey, wo hast du ihn fallen gelassen, du Idiot? Schnaufler kriegt uns an den Wolke, wenn wir ihn nicht finden. Oh Mann, ich bin so tollpatschig. Dieser Stein, was war ein wahres Vollhorn an Wasser. Ohnehin können wir diese Kapazität der Puff-Puff-Maschine nicht erhöhen. Er muss irgendwo hier sein. Er muss einfach. Was? Ist das Mario? Sieh doch, Mann, er ist Mario. Lass ihn uns später nach dem Stein so knöpfen uns in ihr zuerst vor. Oh nein, Mario, bist du sicher? Ich weiß nicht, ob ich mir eine Fassung finde. Ach, vergiss es einfach. Komm, wir kämpfen. Zwei Lakitos. Mit vier dieser Stacheln. Nein. Gumbar ist kein erstmal. Das ist Lakito. Maximal KP. Okay. Ja, dann. Würde ich mal sagen, ein Sternschaum müsste es mal ringen. Dann hätten wir schon ein bisschen was. Hoffentlich. Sehr schön. Ja, nur drei weg. Ja, wirft uns solche Dinge am Kopf.
2 nur. Nein. Ein Powersprung. Oh, nur 4. Schlecht. Dann gehen wir in eine Kopfnuss. Yep, da haben wir Lakito besiegt, der mit seinem UFO-Blick. Dann bringt er auch nur 3. Muss das sein? Blödes Lakito 4. Zack. Ich hasse eh Lakitos. So, Lakitos besiegt. Nee. Das Problem ist einfach, ich muss jetzt ein Beben machen. So, das reicht für das Tier. Mein Gott, ey. Friss die Pflanze, mein Gelee Royal. Ich verstehe das nicht. 15 BP, ja, ach ja, 15 Sternpunkte, ich bin schon. Ja, verschwindet. So, dann würde ich mal sagen, dann machen wir hier Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Paper Mario. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part von Paper Mario gefallen hat, könnt ihr ihn bewerten mit einem Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat, und mit einem Daumen runter, wenn er euch nicht gefallen hat. Feedback, Kommentare und Kritik sind wie immer erwünscht und ihr habt einfache Verlinkungen in diesem Bild und in der Beschreibung für die Playlist und für das nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuschauen der nächsten Folgen. Bis dann und ciao, Leute.